Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Eddermanns Welt. Heute geht es um die große Volksschauspielerin Heidi Kabel. Denn mit Heidi war ich von 1998 bis 2002 auf den Bühnen und Brettern, die die Welt bedeuten. Und wir zeigen Ihnen hier ein Potpourri der schönsten Bilder und der schönsten Aufnahmen, die wir für Sie zusammengestellt haben. Das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Der Reeperbahn bei Nacht. Der Reeperbahn bei Nacht. Das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Von abends 10 bis morgens früh um 8. Als Hein aus Madagaskar kam, da ging er nach St. Pauli. Und als er sich Paulinchen nahm, da nahm er es auf St. Pauli. Er ging mit ihr ins Kämmerlein. In Hamburg auf St. Pauli. Und sprach, was sein muss, das muss sein. In Hamburg auf St. Pauli. Das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Der Reeperbahn bei Nacht, der Reeperbahn bei Nacht, das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht, von abends 10 bis morgens früh um 8. Als Hein Paulinchen wiederfand, in Hamburg auf St. Ich befinde mich heute in Nordrhein-Westfalen. Und in Nordrhein-Westfalen waren wir natürlich laufende Meter. Ob in Gelsenkirchen, ob in Köln, wo sie ja auch befreundet war mit Willy Milovic, saßen wir 99 noch vor seinem Tod im Garten in Köln, mit dem sie eine innige Freundschaft hatte. 6 Pfund und 220 Gramm? Ja. Ja, sie kannte viele Leute. Auch Marika Röck lernte ich durch sie kennen. Auch natürlich der große Harald Juntke, mit dem sie befreundet war, für den sie auch einsprang in der Hamburger Leishalle, als Herr Juntke ein bisschen zu viel Wasser getrunken hatte. Und sie musste dann den Abend retten. Na, sie war immer da, wenn man Hilfe brauchte. Hildegard Knef kannte sie. Ja, mit der Mutter der Nation, mit Inge Meisel, hatte sie nicht ganz so ein gutes Verhältnis. Das hing damit zusammen, dass viele Leute auf der Raststätte sie ansprachen und sagten, hallo Frau Meisel. Und sie sagte, ich bin nicht Frau Meisel, ich bin Frau Kabel. Und ich hörte mal in einem Interview der aktuellen Schaubude, wo ich Inge Meisel traf. Und da sagte sie nur zu mir, willst du jetzt mit ihr arbeiten? Ich sage, nein, wir arbeiten weiter zusammen. Und da sagte sie nur ganz keck, die Inge Meisel, ich werde immer als Heidi Kabel verwechselt. Wir machen mal wieder ein bisschen Musik, denn im Studio 99 sang ich Junge komm bald wieder. Damals jung und frisch, 34 Jahre jung. Schauen Sie mal rein, hier aus unserem Hamburg 1 Studio. Junge komm bald wieder. Junge komm bald wieder nach Haus. Junge fahr nie wieder. An morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder. Sorgen um dich, denk auch an morgen, denk auch an mich. Morgen vor 10 Jahren verstarb Heidi Kabel. 10 Jahre ist es wieder her und sie wurde beerdigt und das hatte sie sich auch gewünscht im Hamburger Michel. Im Hamburger Michel fand die Trauerfeier statt, die auch in der ARD übertragen wurde und ich nahm auch Platz in diesem Michel und saß neben Jan Vetter, der zu spät kam zu dieser Trauerfeier. Es war schon eine schöne Zeit mit Heidi und man konnte gut arbeiten. Und sie hatte auch etwas ganz Besonderes an sich, denn immer wenn wir im Auto fuhren, sagte sie, wann kommst du? Ruf kurz vorher an. Dann ging sie ihre Treppe in ihrem Haus in den Städten runter
und hatte immer so einen Batzen mit Autogrammkarten. Die schrieb sie dann immer. Das hing damit zusammen, weil wir immer dann auf halber Strecke eine Raststätte anfuhren, kurz vor Bremen. Da gab es die beste Bockwurst. Dann sagte sie, wir sind ja kurz vor Bremen, weil meistens ging es nach Nordrhein-Westfalen, wo ich mich heute befinde. Dann lass uns mal eine Bockwurst essen. Und kaum waren wir in dieser Raststätte, kamen Leute auf sie zu und wollten Autogramme. Und damit sie vernünftig ihre Bockwurst essen kann, legte sie auf den Nebentisch ihre gezeichneten Autogramme und sagte, nimm sich ruhig eine weg. So war das. Es gab ja noch keine Selfies vor 10 und 15 Jahren. Also waren es Autogrammkarten. Wir erinnern weiter, denn sie war auch viel mit den Finkwarter-Spieldeal in einigen Fernsehsendungen. Und da zeigen wir Ihnen mal was. Wo die Nordseewellen trecken an den Strand, wo die gelen Blumen blühen im grünen Land, wo die Möwen schrien hell im Sturmgebruch, da ist meine Heimat, da bin ich zu Hus. Wo die Möwen schrien hell im Sturmgebruch, mit ihr war ich in über 20 Fernsehsendungen vom NDR, aber auch Hamburg 1. Und wir hatten zusammen auch 2000 einen Autounfall nach Dreharbeiten. Und da passierte uns nichts. Das Kuriose dabei war, hinter uns war ein Wagen von der DPA. Und zwei Autos dahinter war ein Krankenwagen. Uns passierte ja nichts. Wir wurden zwar in Wittmund dann noch untersucht. Und dann ging es aber los. DPA hinter uns, die gleich die Fotos gemacht. Und dann lief es in 800 Zeitungen am nächsten Tag. Da war richtig was los. Aber dieser Autounfall, den steckte sie schnell weg, weil sie sagte, wir müssen ja unser Album weiter promoten. Und wir waren sogar in der Münchner Abendzeitung auf der Titelseite mit diesem Unfall. Ja, Bad News sind Good News, nicht? Auch das haben wir mitgemacht im Jahre 2000. Jetzt haben wir weitere Bilder für Sie mit einem musikalischen Gruß aus unserem Album, was wir hier zeigen. An der Ex seid ein Jung mit einem Trudelband, in der anderen Hand ein Butterbrot mit Käse. Wenn der Blössi mit dem Bein in Tüdel kommt und du Löcher über lang ob der Nies. Und hey, rassel mit dem Dassel gegen Kampfstein. Und hey, witzig ganz gehörig und betrunken. Also ob's deit seh, die hätt nicht weh, du. Tja, das ist ein Klacks für so ein Hamburger Jung. Jo, 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 Clown, Clown, Ebbel wird wie Clown, ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Jo, 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 Clown, Clown, Ebbel wird wie Clown, ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Eine Ex steht in Dern mit einem Eierkorb. Eine anderen hat einen großen Buddel rum. Wenn sie bloß nicht mit den Eiern auf das Pflaster schleicht und dann sagt das Mann auch schon bum bum. Nach ihrem Tod gab es auch eine Ausstellung, eine Heidi-Kabel-Ausstellung, und da kamen auch viele Weggefährten, unter anderem das Tagesschau-Dreamteam Dagmar Berghoff und Willem Wieben. Und die beiden zeigen wir Ihnen doch hier mal im Interview. Naja, das, was hier mich so dankbar stimmt, ist, dass das, was hier gesammelt ist, natürlich in mir wieder viele Erinnerungen weckt. Und nicht, dass ich einige Gesichter vergessen hätte, aber man hat sie nicht jeden Tag parat. Und ihr seid ja beide gelernte Schauspieler, ist das richtig? Ja, das stimmt. Mhm. Und wie sieht man die Schauspielerin Heidi Kabel so als Kollegin? Auch als Kollegin, das darf ich mir gar nicht anmaßen, weil ich habe nur so ein bisschen geschauspielert. Sie war wirklich eine grandiose Schauspielerin, die ihre Rollen vollkommen erfüllt hat. Wenn sie da auf der Bühne war, dann war das ein Mensch und nicht eine Rolle. Wenn wir unterwegs waren, war es auch eine witzige Geschichte. Wenn Heidi in ein Restaurant ging, war sie immer auf Zeitdruck. Und sie sagte dann zum Kellner, wenn sie ankam, haben Sie Steak. Das hätte ich ganz gerne nicht durchgebraten. Mit Pilzen, Champignons und Bratkartoffeln und Remoulade. Das war ihr Leibessen, das konnte sie, glaube ich, jeden Tag essen. Und einen schönen Wein mit Eiswürfel und Wasser dazu. Das sagte sie gleich, wir hatten kaum eine Karte. Und ich sage, Heidi, wissen Sie, hier mal die Karte, ich esse ja immer dasselbe. Aber wenn wir so in einer Stadt waren wie Kassel im Stadttheater, kurbelte sie die Scheibe runter. Und dann sagte sie nur, hallo, kann ich Sie mal stören? Wissen Sie, wo das Stadttheater Kassel ist?
ja, da müssen Sie links. Ach, sagt sie, können Sie nicht mitfahren? Dann sind die Leute, haben sie erkannt, ins Auto gestiegen und sind bis zum Stadttheater mitgefahren. Sie gab natürlich eine Freikarte. Das war immer eine sehr witzige Sache. Und dann kam das Navi auf und Heidi sagte, sei leise, rede das nicht, die hört ja zu. Also sie dachte, diese Navi-Dame hört zu und hört unsere ganzen Gespräche. Das war ihr unangenehm. Ich erklärte ihr, dass eine Computerstimme ist. Ja, sagt sie, aber wieso weiß sie denn genau, wo wir uns befinden? Das war für mich der reinste Witz. Aber gelacht wurde auch in der Haifischbar, denn da war sie mit Henry Wahl ja ewig zu Gast. Und da zeigen wir Ihnen nochmal eine schöne Szene. Die Mutter sagt, böse, geh nicht mit dem Mann. Der liebt alle, der ist dir nicht treu. Oh, tu deinen Eltern die Schande nicht an. Doch die Tochter denkt heimlich dabei. Wenn's bloß nicht so schön wär. Ach, wenn's bloß nicht so schön wär. Ja, dann würde ich es lassen. Ja, dann wär's mir egal. Ich möchte jetzt Schluss und Tschüss sagen, denn in Hamburg sagt man Tschüss und mit diesem Titel verabschieden wir uns mit Heidi Kabel. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss Heidi, ihr bleibt immer in unseren Herzen, immer bei den Ohnsorg-Freunden, immer bei den Fernsehzuschauern. Und wenn man heute junge Leute anspricht, Heidi Kabel, man kennt sie. Das ist ganz klar. Also Heidi, in Hamburg sagt man Tschüss. Du bist unvergessen. Für mich und fürs Publikum sowieso. Tschüss, bis nächsten Sonntag. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss, beim Auseinandergehen. In Hamburg sagt man Tschüss, das klingt vertraut und schön. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Zu Hause an Land erwartete ihn ein Mädchen, all sein Glück. Ihr Tschüss.